Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück im nächsten Part zum 100% Let's Play von Remnant 2 The Great Escape. Und zwar habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und wie es aussieht, hatte ich mit meiner Theorie recht. Remnant hat seine Fähigkeiten wirklich verloren, nachdem die Piraten das Herz der Welt in die Luft gesprengt haben. Da steht nämlich hier in meiner Anleitung sogar drin, hier in eine ganze Textzeile halt von den Angriff der Robopiraten halt. Wer das jetzt nachlesen möchte, ich habe das in der Beschreibung reingeschrieben halt. Dieser ellenlange Text hier, der steht in der Videobeschreibung, wer den halt lesen möchte. Darin steht das halt auch drin. Da steht auch genau drin, wie Raymond gefangen genommen wurde halt. Der hat sich halt gefangen nehmen lassen und Globox halt weggeschickt, damit er halt schnell Lei sucht halt. Also, wer es interessiert, kann ja in die Beschreibung mal gucken. Da steht alles drin und wir machen jetzt weiter in dem Level Das Dach der Welt. Das Level existiert in Raymond Revolution übrigens nicht. Das existiert da nur als Bonus-Level. Weil in Remnant Revolution gibt es Bonus-Level, die man freischaltet, wenn man immer Käfige kaputt macht. Und das ist einer davon. Das gehört nicht in der Hauptstory mehr, dieses Level. Wie Raymond da so materialisiert wird, ey, ist voll geil. Ja, das ist wieder hier. Warte, okay, hier. Ich muss kurz gucken, die Tasten nochmal drücken. Oh! Oh, da ist er explodiert, der Junge. Und das Level wird jetzt ein bisschen kompliziert. Und zwar ist das hier so ein Stuhl, auf dem man jetzt rumfahren kann. Mal gucken, dass ich schlagen kann. Ich muss gucken, dass ich alle Lums erwische, ey. Bisher habe ich alle. Oh, oh, oh. Und man kann halt immer noch schießen, weil da kommen gleich ein paar Geschütztürme, die man kaputt machen muss. Aufpassen. Ich will keinen Lump verpassen. Bisher läuft's gut. Oh Gott. Hab ihn getroffen. Perfekt. Die Hälfte haben wir geschafft. Und das war jetzt gerade sehr viel Grün, ey. Da sperrt meine ganze Sicht hier. Oh. Schnell, ich hab einen Lump verpasst. Egal. Mache ich mich kurz kaputt und dann schnappen wir ihn nochmal. Schnell, Raymond, du bist unsere letzte Hoffnung. Oh, ich liebe dieses Level. Na, jetzt habe ich ihn nur erwischt. Perfekt. Und das Level existiert in der PS1-Version übrigens auch nicht. Ist natürlich auch klar. Weil so ein Level hier, das könnte in der PS1 gar nicht existieren. In der Raymond-Version. Ist viel zu komplex. Wobei, das hätte man bestimmt in die PS1-Version bestimmt reinbringen können. Aber die haben das Spiel auch relativ schnell entwickelt danach. Das war's schon? Boah, war das einfach. Habe ich viel schlimmer in Erinnerung. Und jetzt das Geräusch. Oh! Vom Stuhl geschmissen. Achtung, Achtung, ein Drilling. Grrr, fang ihn! Da ist ja wieder so ein Fast-Chibi wieder. Die können gar nichts. Bam! Yeah! Zerstöre ihn in HD. Kommt doch wieder ein paar Fässer hier, ne? Baum. Wo ist denn das Geräusch da oben? Da. Ich bin mal eigentlich sicher, dass dieses Geräusch meines Erachtens nach, glaube ich, auch in Raymond 3 vorkommt, glaube ich, ne? Zumindest kommt mir das Geräusch ziemlich bekannt vor. Nein! Shit, das schaffe ich nicht mehr, oder? Doch, das schaffe ich! Das schaffe ich! Jawohl! Schnell, Raymond, lauf! Ich will nicht zerquetscht werden! Lauf, 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 lauf! Komm in die Puschen! Komm in die Puschen! Ist da hinten was? Nö. Ich dachte, da hinten wäre vielleicht ein Lum oder sowas, aber nö. Wir müssen aber, glaube ich, insgesamt 3 Stück von diesen, Fastwesen sein und ich habe vergessen, den Timer zu aktivieren, fällt mir gerade ein. Hups! Na egal, dann mache ich den Part halt ein bisschen länger. Ich glaube, sagen wir mal so, 5 Minuten läuft der bestimmt schon, gehe ich mal von aus. Au! Mhm. Ja. Ob ich den versuchen kann, den Praller zu töten, den Gegner? Jo, es funktioniert!
Ja, oh, es funktioniert sogar wirklich. Ha! Das ist geil. So. Gucken. Alümchen erwischen. Da oben ist einer. Das ist ja geil. Wir sind halt in so einer kleinen Roboterbasis halt drin. Ey. Das finde ich halt voll cool. Lecker. Da unten ist ein bisschen Brühe mit toten Fischen drin. Ja, da müssen wir lang, aber bevor wir da lang gehen, gehe ich kurz in die andere Richtung rein, weil wir müssen da sowieso nachher lang. Na komm, wir machen das jetzt schon. Weil ich möchte nämlich was ausprobieren. Das habe ich noch nie gemacht. Doch, wir werden jetzt erstmal kurz hinten das kleine Fass hier mit kurz eben mitnehmen und dann. Ja. Hätte ein kurzer Laufweg werden. Ist schade, ne? Wenn in Realm Revolution kann man sich ja das Upgrade kaufen, dass man mit den Fass schneller laufen kann. Das ist hier nicht der Fall. Alter, guck mal, wie schön diese Rauchschwade da ist, ey, im HD. Im feinsten HD. Ja, komm, wenn das Ding da zurückkommt, kann ich mal kurz irgendwas trinken. Komm schon, dreh dich. Ach, ich will schon immer die Kamera mit dem rechten Analogstick drehen, aber geht das gar nicht. Ich muss dafür X und Y drücken. Hallo, da ist der Kleinling mit einer Superfaust. Den mussten wir halt retten. Den müssen wir jetzt auch ein bisschen beschützen, weil ich möchte gerne wissen, ob die Roboterpiraten den abschießen können. Vorhin sitzt er hier halt so einen kleinen Stuhl halt, weißt du. Ja, das ist, haben die in Realm Revolution ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen kaputt gemacht. Weil da ist dieser Kleinling nämlich nicht drin. Da ist einfach nur so ein freundlicher Geist einfach nur. Da ergibt das wenig Sinn. Kann ich eigentlich da auf das Podest da drauf? Oder kann ich? Jetzt haben wir die Musik damit quasi unterbrochen, ey. Na komm mit, beschützen wir dich mal. Ich muss nur aufpassen, weil da sind noch ein paar Gegner. Ja, hab ich nicht getroffen. Ich finde das halt so geil, dass man halt so um die Ecke schießen kann halt, ey. Und hier gibt es in Realm Revolutions übrigens noch weiter, weil es gibt nämlich da Generatoren, die man kaputt machen muss halt, um in die dritte Zuflucht zu kommen, wo die dritte Maske versteckt ist. Da muss man halt in zwei Leveln halt so Generatoren kaputt machen. Und hier ist auch einer. Dieser Open World halt. Und dich befreie ich jetzt richtig heftig. Und wir haben Nail Upgrades. Für noch 20 Käfige, da haben wir alle. Wir müssen noch kurz die restlichen drei Looms sammeln. Die müssten noch irgendwo hier auf den Kisten drauf sein. Hier fehlt. Nee, also nicht fehlt einer. Och nee, ne? Och nö. So, jetzt nicht, ich hab einen vergessen. Bei dem, bei diesem Stuhllevel jetzt, ey. Scheiße! Dann müssen wir im großen Level nochmal umgucken. Vielleicht habe ich da irgendwo verpasst. Ich bin eigentlich der Meinung gewesen, ich habe alles mitgenommen. Manchmal kann auch sein, dass man einen Loom halt nicht erwischt, halt, weil die Weitsicht halt ein bisschen niedrig eingestellt ist, wenn es um die Looms geht. Und hier ist schon mal keiner. Scheiße, da müssen wir nochmal zu. Was ist denn hier? Ah, da ist der! Okay. Wahrscheinlich habt ihr den bestimmt auch schon gesehen im Augenwinkel, aber naja. Na gut, dann haben wir ja alles. Okay, tanzen wir. Erinnert mich an diesen russischen Tanz halt, ne, wo man in die Hocke geht und die Arme so verschränkt und die Beine immer so hin ausschränkt. Ne, dieser russische Tanz.
Naja, Bonuslevel ist für den Arsch, ganz ehrlich. Das kannst du nicht gestohlen bleiben. Das mache ich nicht. Und jetzt kommt unter der Zufuhr von Fels und Lava. Wir nähern uns mittlerweile jetzt immer den Finale. Jetzt immer mehr den Finale. Die Zufluft von Fels und Lava. Okay, danach kommt die unter der Zuflucht von Fels und Lava. Der Name ist ein bisschen irreführend. Und zwar ist das jetzt nicht die Zuflucht, wo die Maske versteckt ist. Das ist der Eingang in die Zuflucht halt. Und wir müssen halt da drunter halt. Da werdet ihr gleich schon sehen. Und in diesem Level geht es sich um diese komischen Viecher hier. Und hier links ist auch wieder ein Level, das wir mit Lei machen können. Ja, das machen wir aber, wie gesagt, das machen wir gleich. Das Level mit der Lei. Tja, hast du nicht damit gerechnet, dass ich eine Powerfaust habe, ne? Dann sind wir da ein bisschen in so einem Sumpfbereich, sind wir wieder, ey. Müssen ja wieder ein paar Sumpfhühner kommen. Ja. Ich finde, die haben viel besseres Design als in Rayman 3, ey. In Rayman 3 sind die halt um die Hälfte verkleinert worden halt und die sind zusammengequetscht aus. Die haben aber lustige Hüte auf. Haben die hier auch Hüte auf? Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Da könnte auch einsehen, dass die riesige Nasen haben, ne? Aber sind das einfach nur Schnäbel halt, ne? Hört mal das Geräusch. Klick, klack, klack, klack. So eine Falltür halt, ey. Ja. Ja, diese Dinger da hinten, diese Steine. Ich würde mal gerade, das wäre ein Schildkrötenpanzer. Könnten es ja auch sein, aber man sieht da nicht, ob das wirklich eine Schildkröte ist. Und da haben wir die Augen wieder. Blub. Keine Ahnung, was das soll, ey. Ganz ehrlich, ey. Die kommen halt wirklich nur in der Hülle der Albträume vor am Anfang. Und halt hier in dem Sumpf, in der Zuflucht von Fels und Lava. Ja. Yay! Haben wir uns das nicht mal angeguckt? Wie sie halt hier oben so Augen haben, ne? So kleine Äuglein. Und da haben wir wieder so eine Powerfaust. Die ist in Rayman 2 Revolution nicht hier für die PS2-Version. Hat der 4 ausgehalten. Alter! Was ist das denn, die Versammlung der Riesenaugen oder was? Warte mal, gibt es die Augen eigentlich in der Anleitung drin? Weil mich würde interessieren, warum sie hier. Was es mit den Augen auf sich hat. Ich guck mal eben nach. Ob die hier drin sind oder nicht. Mal gucken. Klack, nein. Nö, sieht nicht so aus. Nö, sind hier nicht drin. Ja, genau, Raymond. Zeige, was du kannst mit dem Basketball, mit dem Kopf wedeln. Bam, bam. Raymond hat Style, ey, ne? Der braucht keinen Basketball, der macht das einfach mit seinem Körper. Na, hier ist nichts, ne? Ist hier noch irgendwo was? Nee, ne? Nö, okay. Jetzt geht's auf in den Tempel. Was ist nämlich der Eingang zur Zuflucht? Oh, die Musik. Oh, die ist so geil. Mist, dann müssen wir das von oben machen.
Oh, ich liebe die Musik, ey. Die dritte Zuflucht ist meine Lieblingszuflucht, ey. Die habe ich als Kind auch extra auf der PlayStation 2 Version immer vorher abgespeichert, damit ich die mehrmals spielen konnte. Na. Da unten müssen wir rein. Ah, dafür brauchen wir noch was Bestimmtes. Also wenn wir jetzt einfach da runterfallen würden, dann würden wir von den Ranken unten aufgespießt werden. Richtig blutig, damit das Raymond-Blut überall hinspritzt. Und die Ranken werden auf jeden Fall auch noch sehr wichtig werden jetzt in den nächsten Level auch. Also die haben eine richtige Thematik jetzt. Hoffentlich kommen die Lums gleich zu mir hin. Das ist ein neuer Gegenstand. Und zwar sind das diese fliegenden Blumen halt. Und seht ihr diesen Bommel da unten? Der wird gleich noch uns ein paar Schwierigkeiten bereiten. Und los geht's erstmal. Oh, die Musik, ey. Oh, ich liebe diese Musik. Dann bleib ich am besten ein bisschen still jetzt und genießen wir sie mal. Ich glaube, die Kamera will mich verarschen gerade, ne? Ja, was soll denn das, ey? Ich kann die auch nicht bewegen. Ah, scheiß Kamera. Hui! Spin me like a record, baby. Right, 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 round. Noch kommen wir ohne Probleme durch die Ranken durch. Da ist das nämlich Feuer. Und zwar kann dieser kleine Bommel da unten Feuer fangen und dann die ganze Blume verbrennen jetzt. Alter, wie hübsch das aussieht, ey. Wahnsinn, ey. Also ich kann auf jeden Fall euch nur empfehlen, das Spiel mit dem HD-Patch zu spielen, ey. Das wertet das. Vor allem wie die Ranken hier aussehen, ey. Das ist klar, sind einfach nur einfache Bitmaps, die an der Wand geklebt sind, aber trotzdem. Aufgehübschte Bitmaps. Nee, nee, nee. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich habe die Lumen noch gekriegt. Alles klar. Käfig. Die müssen wir aufpassen, weil die Dinger können wegbrechen. Obwohl die eine lange Zeit brauchen, ey. Die Lava-Level finde ich immer am geilsten. Ich liebe diese Welten mal. Da treffe ich den Scheiß Lumen nicht, ey. Ah, jetzt ist okay. Vor allem Lumen, ich meint Käfig. Oh, das ist verbuggt wohl in der Version, sehe ich gerade. Okay, ist doch nicht verbuggt. Diese Plattform müsste nämlich eigentlich zurückgehen und dann müsste man die immer wieder so aktivieren mit dem Schalter hier. Das sah gerade ein bisschen merkwürdig aus. Und jetzt kommt wieder der typische Ubisoft-Turm, passt auf. Und noch geilere Musik. Da, der typische Ubisoft-Turm mal wieder, ne? Ja, Ubisoft und ihre Türme immer in ihren Spielen, ey. Das Spiel war 20 Jahre alt, aber die haben damals schon früh angefangen. Komm, du schießt doch genau in die Richtung des Käfigs. Na gut. Wie konnte ich jetzt da daneben fliegen? Ganz ehrlich. Vorsichtig. Hier müssen wir aufpassen, weil wir müssen unter der Lava-Lawine hier durch. Aber da müssen wir warten, bis oben der Steinblock da kommt. Und uns dann durchtreiben lassen. Perfekt.
Ja. Oh Gott! Ja, danke, ey! Lavastrom hier halt, ey. Tür auf. So! Oh! Naja, diese Pushis hier, ey. Ah, oh, hier ist die Stelle, hasse ich. Müssen wir nämlich auf drei Sachen achten hier. Wir müssen das Ding da aufmachen. Oh Gott, rein da, ey. Lass mal hier die Lums sammeln hier, ey. So. Naja, jetzt gegen Ende hin fährt das Spiel halt noch richtig Fahrt auf, ne? Oh ja. Die Klippe, diese Zuflucht hier, das ist immer so meine Lieblingslevel. Jawoll! Wir sind über eine Klippe gesprungen. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Na, das, da lasse ich mich nicht verarschen, da warten wir kurz. Wow! Alter. Die letzten Lums müssen hier sein. Genau, und der letzte ist auf der anderen Seite. Ja, haben wir es auch noch geschafft. Woohoo! Und der Käfig ist da oben, und zwar müssen wir den jetzt per Abpraller rausholen. Ja, und in Rayman Revolution ist ja halt auch ein großes Tor halt, was der Kleinling halt uns ja auch öffnet, was halt in die unter der Zuflucht führt halt, ne? Weil die Maske ist halt unter uns irgendwo. Unter der Zuflucht halt. Genau. Versuchen wir das nochmal. Das Problem ist halt, man muss die beide... Geht nicht! Es geht nicht! Oh! Alter, das ist schwer! Warum kann ich nicht nur eine einzige Taste drücken, ey? Und ich weil... es geht nicht. Ach nee, geht einfach nicht. Geht nicht. Alter. Ganz ehrlich, das hat Ubisoft dabei gedacht, ey. Man kriegt nicht mal eine Belohnung dafür. Das weiß ich leider nicht. Was? Ich sag Ubisoft und Alexa meldet sich. Was soll das denn? Ach. Na gut. Puh. Aber ich würde sagen, die dritte Maske greifen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und seid im nächsten Video auch wieder dabei zu meinem 100% Let's Play von Rayman 2 The Great Escape. Tschö!